So, darf ich jetzt unseren Ehrengast bitten? Unser Ehrengast ist eine Dame. Mehr darf ich also nicht verraten und sie vor allem ganz schweigsam. Sehr? Es geht weiter bei der Anneliese. Sprechen Sie Deutsch? Ja. Ist Deutsch Ihre Muttersprache? Ja. Sind Sie also Deutsche? Nein. Ist diese deutsche Sprache bei Ihnen oft auch singend zu hören? Nein. Nein. Darf ich trotzdem fragen, ob Sie Künstlerin sind? Ja. Reproduzierende Künstlerin? Ja. Ja. Mit Schleife. Ja, was ist das? Ich habe eine deutlich hörbare Schleife gemacht. Moment. Sie produzieren aber auch. Ja. Darf ich das verstehen im Sinn von, sagen wir, malender Schauspielerin? Ja, das könnte man. Ihre Muttersprache ist Deutsch, aber Sie sind nicht Deutsche, einfach weil der Pass anders ist. Ja. Sind Sie in einem Engagement in Deutschland? Nein. Treten Sie im Fernsehen häufig auf? Ja. Und Sie sind schon lange bekannt? Ja, nicht so lange, dass man sagen könnte, es ist eine ältere Dame, aber ja. Es gibt auch noch gar nicht so lange Fernsehen. Ich bin wie immer hier im Totengleis. Anneliese, Herr Staatsanwalt, passen. Ja, die deutsche Muttersprache, nicht deutsche anderer Pass, malen und Schauspielerin. Haben Sie auch ein Buch geschrieben? Ja. Hat das einen lustigen Titel mit Dicke Lilly? Ja? Schon passiert, ja. Danke für dich. Ich habe mich ein bisschen... natürlich befürchtet, weil gerade 60. Geburtstag, Bundesverdienstkreuz, große Sendung da und große Sendung da. Also die Gefahr, dass Sie schnell erwischt waren, war groß. Auf der anderen Seite, das Vergnügen, Sie hier bei uns zu haben, war natürlich auch so groß, dass wir dann gesagt haben, und wenn schon, dann soll sie halt schnell erraten werden. Hm? Ach, ich habe gehofft, Sie lassen sich da ein bisschen ablenken, durch, dass ich nicht Deutsche bin. Das bringt mich gleich auf eine Frage. Sie sind ja eigentlich aus einer beginnenden Karriere in Deutschland sehr früh herausgerissen worden. Ist das nun eine bedrohliche oder eine gute Ausgangslage? Ja, also wenn man schon aus etwas, aus der Karriere herausgeworfen wird, herausgerissen wird, dann glaube ich, dass das Alter, in dem ich war, nämlich 18 Jahre, einfach ideal. Da ist man gerade erwachsen, man hat noch keine Wurzeln gefasst, man wird rausgeworfen und dann fängt man in China nochmal an, wenn es sein muss. Ne? Ja. Da kann man noch, dann hat man noch den Drive und wenn man so ein zähes und energisches Persönchen ist. Da muss man halt, das stört einen dann auch gar nicht, dann lernt man eine neue Sprache und dann geht es halt da weiter. Sie haben zuerst einen sehr netten Satz gesagt, wir haben uns heute Nachmittag ja schon mal gesehen. Ich glaube, Sie sprechen vier oder fünf oder sechs Sprachen und wie Sie sagen, keine richtig, was natürlich eine maßlose Übertreibung ist. Es war, ich spreche keine Sprache wirklich gut. Ja? Ich helfe mir immer aus so mit anderen Worten, die mir schnell zum Munde kommen mit Englisch. Und jetzt spreche ich wieder besser Deutsch, dadurch, dass mich das Buch gezwungen hat. Sie haben es in Deutsch geschrieben? Ja, natürlich. Und da gibt es ein Buch, das heißt, sag es treffender.
Und das mit dem in der linken Hand habe ich überhaupt geschlafen. Ja? Dann habe ich mir manchmal die Worte aus dem englischen Diktionar ins Deutsche übersetzt und dann in Sarg ist treffender, habe ich es dann treffend gesagt. Es ist ein sehr offenes Buch, würde ich sagen. Es ist nie und an keiner Stelle irgendjemand gegenüber unfair. Das ist schön, das freut mich, dass Sie das glaube ich, kann man also wirklich sagen. Und es ist wirklich amüsant, voller netten Anekdoten und voller sehr origineller Beobachtungen. Ein Mädchen, das also auch sehr scharf beobachtet. Das ist mein Beruf, nicht? Also wenn ich Sie mir jetzt so anschaue, dann sehe ich es ja so sehr genau. Ja, also reden Sie Gottes Willen jetzt nicht über mich. Ich habe Angst, dass Sie die Wahrheit sagen können. Das wäre wahrscheinlich erschreckend. Sagen Sie, also Deutsch ist die Muttersprache. Aber der Pass ist ein ganz anderer und der Sohn ist ja auch nicht in Deutschland auf Nein, die Welt gekommen. Nein, mein Sohn ist Englisch. Wie spricht man denn zu Hause? Das ist es eben, also wir sprechen zu Hause Englisch. Mein Sohn ging in die französische Schule und sprach also mit ihm Englisch oder Französisch. Und das war, wie er ein Kind war, doch eigentlich sehr schade. Denn das, was man mit so einem Baby oder einem kleinen Kind am liebsten spricht, das sind doch, und ihm auch die Sachen beibringt, die man selber so gern gehabt hat. Ich konnte ihm zum Beispiel niemals sagen, Ritze, Ratze, voller Tücke in die Brücke, eine Lücke, alle im Wilhelm, wo schon diese Sachen. Und das war schon manchmal traurig für mich, denn die englischen Kinderlieder, die kannte ich nicht. Wie alt ist er denn eigentlich? Jetzt ist er uralt, so ein Bart, so groß. War er jemals Soldat oder so? Nein, das ist schon abgeschafft in England. Also dieses war eine Schwierigkeit, dass man mit dem Kind sozusagen nicht in der eigenen Sprache... Nein, das war, dann habe ich mir irgendwie doch geholfen, indem ich einfach meine Lieblingsgedichte ihm übersetzte, auf Englisch oder auf Französisch. Zum Beispiel Morgenstern. Nein, Ringelnatz. Erzählen Sie mir nicht, dass Sie Morgenstern oder Ringel. Das kann man doch nicht. Das lebt doch so sehr. Das geht. Fassen Sie mal auf. Soll ich ein Beispiel sagen? Ja. Kennen Sie die zwei Esel von Morgenstern? Ja. Das geht so. Erst sage ich es auf Deutsch. Zwei Esel. Ein finstrer Esel sprach einmal zu seinem ehelichen Gemahl. Du bist so dumm. Würden Sie mich bitte nicht so anschauen. Ich bin so dumm. Wir wollen sterben gehen. Komm. Doch wie so kommt im Leben eben, die beiden blieben fröhlich leben. Und dieses lässt sich ins Englische übertragen? Ja, passen Sie mal auf. A nasty old donkey said one day to his nasty old donkey wife, I say, you are so dumb. I am so dumb. Let's go and die a little. Come. But as it happens in real life, they lived on happily, man and wife. Das ist eine sensationelle Übersetzungsleistung. Würde ich also wirklich sofort eine Ringelnatz-Übersetzung herausgeben. Geht auch. Das war Morgenstern. Es gibt auch Ringelnatz. Das doch stelle ich mir noch schwerer vor. Auf Französisch. Ringelnatz auf Französisch. Ja. Kennen Sie die zwei Ameisen? Die zwei Ameisen kenne ich, die Australien-Ameisen. Ja. Ja. Kennen Sie die? Ja. Wollen wir doch mal beide machen? Ja, können Sie gut. Den ersten Satz sagen? In Hamburg lebten zwei Ameisen. À Hambourg, il y avait deux fourmis. Die wollten nach Australien verreisen. Qui voulait partir pour l'Australie. Doch zu Altona auf der Chaussee. Mais à Altona sur la Chaussee. Taten ihnen die Beinchen so weh. Ils avaient déjà mal aux pieds. Und so doch beschlossen irgendwie so und so. Und so verzichteten sie weise. Et puis ils renoncèrent bien sage. Auf den letzten Teil der Reise. À la dernière partie du voyage. Wie gesagt, es gibt wenig, was Lilli Palmer nicht Nein, das ist kann, doch nur lustig. Und es gibt fast nichts, was sie nicht versucht hat. Das waren einige meiner wenigen Versuche. Und wenn ich den größten Ärger mit allen Leuten kriege, ich darf Ihnen hier noch die restlichen Rosen überreichen. Und wir verabschieden uns gleich zusammen. Wir haben ja eine limitierte Sendezeit. Sie sind ja aus dem Geschäft. Sie kennen das Problem. Bleiben Sie gleich da. Wir verabschieden uns zusammen. Ich hoffe, dass es Ihnen ein bisschen Spaß gemacht hat bei Was bin ich? Und dass Sie uns wieder einladen zur nächsten Sendung. Guten Abend.